Ich bin Einzelhändler hier in der Stadt. Lebensmittel und Delikatessen, das Geschäft geht ganz gut. Aber jetzt soll plötzlich so ein Supermarkt hier kommen. Da geht uns Kleiner natürlich die Luft aus. Und dagegen muss man was unternehmen, das wird's verstehen. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Herr Spanagel, da ist die Rechnung. Ja, Moment mal. Zuerst tragen wir den Wein rein, dann zählen wir ihn und dann zahlen wir ihn. Vielleicht. Ja, zuerst muss ich wissen, ob Sie zahlen. Ja, was ist denn das für eine neue Methode, Rechnung bei Lieferung? Ja, ich kann ja nicht den Wein nur mehr im Barverkauf abgeben. Seit wann? Seit jetzt. Habe ich bei Ihrer Firma keinen Kredit mehr. Ich will Ihnen aber was sagen. Die Firma Spanagel und Sohn existiert seit 1921. Und ich habe sie 1948 übernommen. Und mein Sohn Gerd wird sie dereinst weiterführen. Meine Firma wird nicht existieren, wenn ihr Weinbatscher längst bankrott seid. Aber bitte nehmen Sie den ganzen Wein wieder mit. Ich suche mir einen neuen Lieferanten. Ja. Finden Sie einen? Wie viel macht's denn? 127 Mark. Das Finanzielle macht meine Frau. 2,30. Machen Sie zusammen. 19,45 verschneidet. Mei, für Spanagel haben wir auch solche Kopfschmerzen. Also furchtbar. Ich glaube, das Wetter ändert sich. Ja. 19,45 bitte. Ja, ich muss erst auf die Bank. Schreiben Sie es derweil auf. Verschneider, sollten wir nicht inzwischen einmal abrechnen? Schauen Sie wenigstens einen Teil. Hier ja, haben wir schon. Ich zahle es ja übermorgen schon. Also nur bis übermorgen. Schauen Sie, ich bin doch im Moment nicht flüssig. Was sind's nicht? Nicht flüssig. Okay, ich auch nicht, Frau Schneider. Ich habe draußen einen Weinlieferanten. Wenn ich den nicht zahle, nimmt der die Ware wieder mit. Braucht Geld. Ich gehe ja auf die Bank. Ja, gehen Sie doch mal auf die Bank, bevor Sie bei mir einkaufen. Oder sagen wir besser ein Laien. Herr Schneider, mein Mann meint das nicht so. Doch, Elise, der meint es so. Wie viel macht's denn? Ja, 19,45 und den Buch haben wir auch schon. Frau Schneider, ein Vorschlag. Zahlen Sie 9,45 Mark gleich. Also gut. Da machen wir draußen, ist der Weinfahrer zahlen aus. Was alles? Nein, nein, nur 60 Mark und sagt, den Rest überweisen wir. Alles gut. Danke, es geht. So. Haben Sie es recht? Ja. Jawohl, ja. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Frau Schneider. Ich gehe jetzt auf die Bank. Einen schönen Gruß. An wen? An die Bank. So, bitteschön. Schauen Sie mal rein. In Ordnung. Geht, passen Sie doch auf. Sie, Frau Spanagel, Ihr Mann könnte wirklich ein bisschen freundlicher sein, wenn man schon jahrelang Kunde ist. Frau Schneider, Sie werden sich wundern, wie der strahlt, wenn Sie einmal zum Zahlen kommen. Finde ich an. Ja, Herr Petzold, guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's denn der Frau? Nicht gut. Sie spürt das Wetter. Ja, das denke ich mir. Ganze Nacht nicht geschlafen. Was darf's denn sein heute? Ein Liter Milch, Butter, Milch, ich hab alles aufgeschrieben. Geben's mir, ich richt alles her, gell? Warum nehmen Sie denn nicht den anderen Arzt? Wir sind sehr zufrieden mit Frau Dr. Meierhofer. Sie ist rührend, kommt jeden Tag. Aber sie ist doch nur eine Frau. Ist also gut, bringen wir noch 5 Zitronen für den Herrn Petzold. Wie geht's denn hier? Ach, der tut mir leid, der arme Mann mit der kranken Frau. Grüß Gott, grüß Gott. Jawohl, grüß Gott. Was kriegen wir denn? 5 Pfund von den Erdbeeren da draußen. Ah, die sind halt besonders schön. Wird's mal leid. Ja, freilich, die schmeckt ja viel besser, ja, als selber natürlich gemacht. Braucht man Zucker? Ja, ein Großpaket. Ein Großpaket. Sie, Frau Spanagel, könnten Sie mir nicht Ihren großen Einkochtopf leihen? Ja, aber gerne, Frau Wurl. Ich bring das nur geschwind raus, gell? Ja, wissen Sie, die Erdbeeren, die wasche und lasse dann mit einem Drittel Zucker über Nacht stehen. Aha. Und erst am nächsten Tag, da erhitze ich die andere Hälfte von den Erdbeeren. Ne? Und dann kommt der restliche Zucker rein, bis er schäumt. Ja, ne? Aber natürlich nicht stark, gell? Sonst wird ja die Marmelade braun und dann schmeckt es bitter. Ne? Und erst dann kommen die restlichen, gezuckerten Erdbeeren in den Topf. Und dann wird es umgerührt und ungefähr eine Stunde. Ja, ne? Liebe Frau, aber so lange habe ich keine Zeit. Geh, 5 Semmeln mag ich auch noch. So, Herr Petzold, das macht 9,80 Mark. Ja. 10 Mark, Moment, haben wir gleich. Und 20. Oh, danke. Bitte sehr, Herr Petzold. Schönen Gruß an die Frau und gute Besserung. Grüß Gott, Herr Post, Zeit. Bitte. Wiederschauen. Aha, Post, danke, Wiederschauen. Herr
Aber heute kann doch nichts mehr konkurrieren mit der Fertigbauweise. Siegelbauweise. Ja, das ist ja recht. Aber das nützt ja alles nichts. In 4 Jahren kannst du nicht mehr konkurrieren mit dieser Bauweise. Wieso nicht? Die kommen jetzt alle wieder auf Ziegel. Aber keine Spur. Ziegel ist die. Die liefern doch ganze Stockwerke heute an einem Tag. Und wie lange brauchst du? Ja, auch nicht länger. Aber ich bringe das überhaupt nicht. Wie du den einkochst, doch für die Klausur. Jetzt schade von mir, der hat das Ziegel. So, zum Beispiel hätten wir nachher 15 Mal genauso gut. Das hat genau gedauert, mindestens 1,5 Jahre. Und wenn ich das Ganze in Fertigbauweise mache, ja, dann ist es auch nicht schwieriger. Ein halbes Jahr und da kann ich erzählen. So liegt die Sache. Aber trocken ist doch. Aber ich koche es eine recht schöne Marmelade. Wiederschau. Die andere mit dem Ziegel bleibt halt Ziegel. Ja, das ist ja recht, das nützt ja nichts. Freilich nützt das. Verliert das. Der Gerd schreibt von Frankfurt, er kommt nächste Woche, Ende der Woche. Hat er Urlaub oder ist er gekündigt? Guten Morgen, Chef. Moin, Frau Vogel. Wie geht's, Moin, Chef? Danke schlecht. Ah, das weiß ich ja so. Ja, aber was noch nicht wissen, ist, dass der Gerd kommt. Er bleibt viel länger. Ja, Gott, Herr Bürgermeister. Gott, Herr Stadtrat. Gott, Herr Spannagel. Schaut, dass die Herren schon gehen. Ich hätte so gerne ein Glas Bier mit Ihnen getrunken. Ach, das können wir ja anders mal nachholen. Herr Bürgermeister, wir müssen in die Sitzung. Ja, immer fleißig zum Wohl der Stadt. Ja, guten Abend. Gibt's was Neues? Wo? Ja, in der Stadt. Ach, immer die gleichen Sorgen. Ja, bei mir auch nur Sorgen mit den Finanzen. Geschäft nicht gut. Schlecht. Und wenn das stimmt, was man hört, geht's bald noch schlechter. Was hört man denn? Ja, das mit dem Großmarkt, mit dem Supermarkt. Na, da wissen Sie ja mehr als ich. Weil nämlich der Jakob zu mir gesagt hat, dass das ganz beschlossene Sache wäre. Natürlich, im Vertrauen. Da liegen noch keine konkreten Pläne vor. Da ist noch alles offen. Sir? Diese Neueröffnung wurde von uns marktgerecht geplant. Nach bisherigen und von uns genau analysierten Erfahrungen muss sie Erfolg haben. Das Weitere liegt bei Ihnen. Würden Sie sich das zutrauen? Selbstverständlich. Zumal Sie ja das Milieu so gut kennen. Da ist mindestens 9%. Ja, wo, mindestens 14. Ja, allerdings kann er die Investitionssteuer wieder von der Mehrwertsteuer absetzen. Ja, das ist 9%, Frau Dr. Hübner. 9%. Das war ein Bankkonto. Okay, Herr Hübner, Sie sind doch verheiratet. Ja, eben drum sind Sie. Jetzt nicht brauchst du, das glaubt er. 9% wird das. Ah, aber der ist auch noch gestanden. Bier. Und Bier. Hier ist die Spannerin. Na, grüß Gott, Herr Spannerin. Dem habe ich es gesagt. Wem hast du was gesagt? Der Bürgermeister, so klein war er, mit Hut. Wie geht's, Geschäft? Ja, bis jetzt noch gut. Ja, ja. Aber wenn jetzt die große Konkurrenz kommt? Der Supermarkt? Kommt nicht. Ich hab gerade mit dem Bürgermeister gesprochen, der hat gesagt, nichts ist entschieden. Alles ist offen, nichts ist entschieden. Ist ja gar nicht wahr. Ich weiß ganz genau, von wem der Supermarkt das Grundstück gekauft hat. Ja. Vom Neffen des Bürgermeisters, dem Scholzinger. Was? Vom Scholzinger? Scholzinger. Hast du das gewusst? Die kennen ihre Geschäfte im Stadtrat doch nur mal, weil keiner von uns drin sitzt. Lehrer, Anwälte, Beamte, genauso wie in Bonn. Du hättest dich ruhig zur Verfügung stellen können, nachdem dir dein Laden genug Zeit lässt. Herr Schäfer, mein Laden, der ist hier von meinem Vater gegründet worden, gell? Ist keine zugereiste Metzgerei. Komm, komm, jetzt hört auf damit. Es geht nicht um deinen Laden oder um deine Metzgerei oder um mein Herrenausstattungsgeschäft. Es geht darum, dass wir überleben. Jawohl. Ja, natürlich müssen wir das. Na. Zu was brauchen wir einen Supermarkt? Wir haben doch bis jetzt die Leute gut versorgt. Dabei sind wir ganz gut gefahren. Wir haben nämlich unsere Preise selber gemacht. Ja. In Zukunft müssen wir uns aber nach dem Supermarkt richten, dann bestimmt der das Preisniveau. Statt dass die ein bisschen Industrie herholen, nicht? Da gibt es Arbeiter, Zahlen. Unsere Konkurrenz von auswärts, noch dazu aus Frankfurt. Wisst ihr überhaupt, dass so ein Supermarkt 15.000 Artikel führt? Das wird unseren Umsatz ziemlich schmälern. Ja, also meine Herren, da gibt's nur eins. Zusammenhalten. Jawohl. Richtig.
wieder eine Rechnung. 92,40. Haben wir das auf dem Konto? Ja, gerade noch. Schicke mir einen Scheck. Herrschaft! Dass die Leute nicht während der Geschäftszeit kommen können. Machen wir schon noch. Ja, ich geh schon. Ist ja doch noch wieder die Doktorin. Um ein Viertel Butter. Reklame. Reklame. Jawohl. Die linken Schaufenster los, das ist ja winzig bei euch. Ach so, ja, weißt, wir haben den Laden geteilt. So ist er auch groß genug. Ja. Und jetzt finden wir keinen Mieter. Komm, geh weiter. Geh mal rein. Sohn, Vater. Grüß dich. Klein sind wir geworden, gell? Ja. Ja, so ist er ganz schön. Gesundschrumpfung nennt man das. Geh mal rauf, da muss er mich nur ärgern. Ein bisschen öfter hättest du schon schreiben können. Ja, diesmal ist schon lange nichts gekommen. Du, ich hab so viel zu tun gehabt und außerdem habe ich damit gerechnet, dass ich früher komme. Ja, jetzt bist du ja da. Aha, hast du die Haare ein bisschen schneiden lassen? Ja, das schaut gut aus. Ja. Tja, ist ja wieder wie ein Mensch. Ich muss mich allmählich als Bürger verkleiden. So verkleiden? Wir sind doch Bürger. Aber immer mehr wächst er deinem Vater noch. Ja. Der hat auch wie ein halber Italiener ausgeschaut. Gib mir was zu essen. Ja, ich brauch's bloß warm zu machen. Hast du viel gearbeitet? Der Konzern hat mich ganz schön getrimmt im letzten Jahr. Einkauf, Verkauf, Werbung, Rechnungswesen. Das macht nichts, Gerd. Und Tacke, jetzt tust du doch in der Vase. Da bin ich ein schon Kaufmann sein. Kann heute nicht viel genug kennen. Ja, was glaubst du, wenn ich hätte studieren dürfen, dann stünde ich halt so da. Und nicht so, wie ich jetzt da stehe. Wir leben doch ganz gut. Noch. Tja, du musst dich umstellen. Ihr könnt euch auf die Dauer nicht gegen den allgemeinen Trend stellen. Und der geht zum Warenhaus, zum Großmarkt, zum Discount. Nein, nicht bei uns. Wir leben hier in der Provinz. Wir sind konservativ. Was wir nicht kennen, das frisst man nicht. Geht's, gib ihm doch was. Ja, ich muss ja abräumen. Naja, vielleicht kann man mit euch darüber reden, hä? Nein, nie. Aber dass du solche Ideen hast, das macht nichts. Bei uns brauchst du es nicht probieren. Du blamierst dich bloß. Was willst du denn jetzt beruflich machen? Hast doch was vor. Ja, natürlich. Gerd, die Firma heißt immer noch Spannagel und Sohn. Wie wär's denn? Steig ein bei mir. Ha? Zusammen bringen wir den Laden schon wieder in Schwung. Zahlen kann er da allerdings nichts. Ja, Vater, die Firma, die wirst Schauen du jetzt ändern müssen. Ja, da kannst du ganz übernehmen. Hey? Ja, freilich, von mir aus sofort. Heirat, dann mach ich Oma. Ich übernehme hier den Großmarkt. Als Geschäftsführer. Was? Was? Nein, das darfst du nicht, Gerd. Gerd, das kannst du nicht machen. Die ganze Stadt lacht über mich. Nein. Kannst du nicht von dem Posten... Kannst du nicht zurücktreten? Mutter, ich habe doch einen festen Vertrag bei der Firma. Mutter, überleg doch mal, das ist doch eine riesige Chance für mich. Naja, ich weiß. Wahrscheinlich sollte ich mich freuen. Soll ich jetzt woanders übernachten? Aber denkst du hin,